Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, eine neue Ausgabe von Blau-Weiß interviewt. Wir begrüßen heute erstmals bei uns Patrick Möschel. Schön, dass du da bist bei uns, Möschi. Ja, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Möschi, wir starten gleich hinein. Du bist jetzt knapp einen Monat hier in Magdeburg. Wir wollen nochmal von dir wissen, wie der FCM an dich herangetreten ist in der Winterpause. Ja, wie schlussendlich der Wechsel vollzogen wurde und was ausschlaggebend war, um hier in Magdeburg zu landen. Ja, erstmal war das ziemlich spontan. Es war ein Tag vor Transferschluss. Ich bekam den Anruf von meinem Berater, der mir gesagt hat, ja, der FCM sucht noch einen Außenspieler. Ja, und dann hat sich eigentlich das alles richtig schnell ergeben. Am Abend habe ich noch mit Herr Wollitz telefoniert. Der hat mir ein gutes Gefühl gemacht, hat mir gesagt, wie wir spielen dann. Und dass er ziemlich großes Interesse an mir hat. Das Telefonat ging nicht lange, das waren vielleicht 5 Minuten. Ja, und nach dem Telefonat habe ich gesagt, ja, das will ich unbedingt machen. Blieb denn in der kurzen Zeit überhaupt noch genügend Zeit zur Verfügung, um kurz mal Rücksprache mit der Freundin zu halten oder mit der Familie? Oder hast du dich da weniger beraten lassen? Ja, natürlich. Zuerst kam mal die Rücksprache auch mit meiner Familie, mit meiner Freundin. Aber die haben alle gesagt, mach das. Das ist jetzt mal ein guter Schritt für dich. Und deswegen, für mich war sowieso klar, ich will das unbedingt machen. Und viel überlegt habe ich gar nicht. Du kanntest, glaube ich, keinen Spieler, als du in die Mannschaft gestoßen bist, hast aber dennoch schon des Öfteren betont, dass du sehr gut aufgenommen wurdest. Wie haben die Jungs das gemacht? Na, ich kam in die Kabine, so wie sie einfach im Verein und in der Mannschaft ist. Die Jungs nehmen einen gut auf, haben mich dann sofort zum Essen mitgenommen, haben mir dann ein bisschen gesagt, wo man hingehen kann, was man machen könnte. Ja, und deswegen war es für mich ganz einfach, hier Fuß zu fassen. Gleich ein paar Hotspots der Stadt gezeigt, ja? Ja, zum Essen gehen auf alle Fälle. Hast du schon ein paar Lieblingsecken in Magdeburg gefunden? Naja, dadurch, ich gehe eigentlich ziemlich jeden Tag essen. Und in Dresden war ich immer in der Losteria essen. Dadurch, dass hier auch eine Losteria ist, ist das natürlich auch super. Und dann sind wir manchmal Dean & David oder Vapiano. Das sind so die Hotspots, wo wir dann essen sind. Blicken wir mal etwas weiter zurück, um dich den Fans auch ein bisschen besser vorzustellen. Ja, erzähl mal, Möschi, wo bist du aufgewachsen? Hast du Geschwister und wie verlief deine Kindheit in Österreich? Ja, aufgewachsen bin ich in Salzburg, also eine Stunde weg von Salzburg, direkt in den Bergen. Natürlich, sobald ich laufen konnte, haben mich die Eltern gleich den Berg runtergestoßen. Aber das Fußballspielen, das lag mir dann einfach in den Genen. Mein Vater hat auch gespielt, nicht professionell, aber ja, da war die Liebe zum Fußball natürlich von Anfang an da. Bin dann dort aufgewachsen, bin etwas später zum Fußball gekommen, erst mit 8 Jahren, weil ich doch noch etwas schüchtern war und mich noch nicht getraut habe, in den Verein zu gehen. Hab dort in einem kleinen Dorfclub gespielt, ja, war Stürmer, hab dann dort viele Tore geschossen. Mit 14 Jahren ging ich dann nach Ried, durfte ich nach Ried gehen, war halt noch im Probetraining. Und da habe ich mich halt dann durchgekämpft durch die ganzen Jugendmannschaften bis zu den Amateuren, zweite Mannschaft. Und dann durfte ich bei den Profis mittrainieren. Dann wurde der Amateurtrainer, wurde der Profitrainer. Und gab mir dann die Chance, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und ich konnte das halt genauso umsetzen, wie er das wollte. Und ja, dann habe ich erstmal in der Bundesliga gespielt, in Österreich. Ich denke mal, das waren jetzt so 4 Jahre, wo ich dann in der ersten Liga gespielt habe. Danach 2017 bin ich zu Dynamo. Waren 2,5 schöne Jahre. Vielleicht jetzt fußballerisch gesehen für mich, dadurch, dass ich immer mehr will, ja, war es halt nicht zufriedenstellend. Und dann kam das mit Magdeburg und ich bin sehr froh, dass ich die Chance bekomme und bin auch froh, dass ich jetzt hier sein darf. Und eine Schwester habe ich, ja. Okay, um das nochmal abzurunden. Genau, du sagst gerade, dein erster Verein in Österreich war, glaube ich, Lenzing. Ist das richtig? Richtig, ja. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Wie stark hat dich diese Zeit geprägt? Und ja, auch inwiefern hat dich diese Zeit auf den Profifußball vorbereitet? Boah, das war eine richtig schöne Zeit, dadurch, dass ich früher so schüchtern war und mich nicht direkt zum Verein gehen wollte. Haben die Schulkollegen zu mir gesagt, ja komm, probier's mal, schau das mal an.
und nach dem ersten Training, ja, so wie es auch bei mir früher im Kindergarten war, wollte ich eigentlich gar nicht mehr nach Hause gehen. Und die Zeit, ja, ich blicke sehr gerne auf die Zeit zurück. Wir hatten eine richtig gute Mannschaft und so eine gute Mannschaft hatten die schon lange nicht mehr, wenn überhaupt. Und ja, wir hatten gute Spieler, wir hatten eine richtig gute Mannschaft und waren da, wie gesagt, sehr erfolgreich und ich konnte da viele Tore beisteuern. Also war es sozusagen damals so eine Art goldene Generation? Ja, goldene Generation ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber wir waren eine gute Mannschaft. Okay. Ja, war es denn eigentlich schon immer dein Wunsch, Profifußballer zu werden oder hattest du auch schon mal einen Plan B parat, falls es damit nicht klappt? Ja, Plan B hatte ich wirklich nie parat. Also es war von Anfang an schon in der Schule, wenn man so die ganzen Bücher bekommt, was willst du mal werden? Da haben alle reingeschrieben, Polizist, Feuerwehrmann. Bei mir war es immer Fußballprofi und ich habe immer fest daran geglaubt, auch wenn viele gesagt haben, ja, du bist zu klein, du bist zu schmächtig, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen und genau das hat mir den Ansporn gegeben. Ja, ich zeige es allen, ich gebe Gas, habe dann auch zusätzlich immer mehr im Kraftraum gemacht und wollte das einfach unbedingt und ich sage, das war wahrscheinlich auch der Schlüssel dazu. Ja, offensichtlich hat sich dein harter Wille ausgezahlt. Blicken wir doch mal auf die Schulzeit zurück. Was warst du denn eigentlich für ein Schüler? Warst du sehr wissbegierig, hast viel gelernt oder hattest du wirklich, wie du sagst, nur Fußball im Kopf? Ich hatte schon einen Großteil nur Fußball im Kopf. Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, ja, Patrick, die Schule ist sehr wichtig, weil im Fußball kann es auch schnell bergab gehen, du kannst dich verletzen. Und deswegen habe ich bei uns heißt das Matura, also das Abitur gemacht, noch in Ried. Die haben gesagt, ich muss das machen, egal wie. Ich war jetzt nicht der beste Schüler, aber im Endeffekt habe ich es durchgezogen und habe meine Matura. Das heißt, ich könnte auch direkt ins Berufsleben einsteigen. Ist, glaube ich, ganz wichtig heutzutage, dass man auch eine gute Schulausbildung hatte und sich auch für die Zeit nach der Karriere rüstet. Blicken wir nochmal auf deine Profistation zurück, auf Ried, Dresden und Magdeburg. Was machst du da für größte Unterschiede fest? In Österreich, man muss halt ganz klar differenzieren, Österreich, Deutschland, das sind einfach andere Welten. Also es geht jetzt nicht nur rein um die Zahlen der Zuschauer, sondern auch um die Professionalität. Ich war jetzt in Ried, ist jetzt ein bisschen kleinerer Club, aber was die daraus gemacht haben, aus dem Verein, aus der Stadt, also ja, Hut ab, also das war echt, echt eine wunderbare Zeit. Ich bin froh, dass ich dort auch groß werden durfte. Und dann kam halt der Schritt nach Dresden und dann war es halt ja, 1 zu 100. Ne? Du spielst vorher noch vor 7.500 zu Hause, manchmal nur 5.000 und dann spielst du zu Hause in Dresden vor 30.000. Und das war doch nochmal ein Riesenschritt für mich. Auch ich denke mal so fußballerisch gesehen, erste Liga Österreich zur zweiten Liga Deutschland ist dann doch nochmal ein Schritt kampfbetonter und auf alle Fälle spielerisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, das war in Dresden war es auch eine schöne Zeit. Wie schon vorher erwähnt, war es jetzt vielleicht fußballerisch für mich gesehen nicht allzu gut, aber ich habe da trotzdem auch meine Spiele gemacht, hatte da auch gute Spiele. Ja, und wurde halt dann leider zweimal wegen Verletzungen einfach zurückgeworfen. Das ist halt einfach im Fußball so. Und dann war für mich einfach der klare Schritt, wie das Angebot gekommen ist, FCM. Und ich kenne jetzt ja Magdeburg, ich habe zweimal gegen die gespielt, bin jetzt selber da, bin wie gesagt froh darüber. Und ich denke mal, was wir im letzten Heimspiel jetzt gesehen haben, gegen Chemnitz, die Atmosphäre, also das ist nicht drittligatauglich. Ne? Normalerweise müsste der Verein auch in der zweiten Liga spielen und das war schon geil. Die Punkte fehlen halt auf alle Fälle noch. So ein Verein wie Magdeburg darf nicht dastehen, wo er jetzt ist. Und ich glaube, wir kämpfen jeden Tag im Training dafür, dass wir den Verein auch wieder nach oben bringen. Du sprichst es schon an, der FCM hat eine große Tradition, auch die SG Dynamo Dresden ist ein alter Traditionsverein. Wie wichtig ist es für dich, dass du Teil eines Traditionsvereines bist? Ist das nochmal so ein besonderer Reiz? Naja, dadurch, dass ich jetzt bei der SV Ried war, bei Dynamo, jetzt auch hier beim FCM, sind ja alles Traditionsvereine. Und ich sage selber von mir aus, Traditionsvereine sind einfach nochmal ein bisschen was anderes. Da ist einfach Herzblut dabei, man merkt die Fans, man merkt die Stadt, man merkt einfach alles. Die geben alles für den Verein. Und für mich persönlich ist das dann einfach dann doch nochmal ja, viel schöner, weil es einfach wie eine Familie ist, bei so einem Verein spielen zu dürfen. Der FCM steht auch ja eigentlich immer im Fokus der Medien, hohes Medienaufkommen hier in und um Magdeburg. Auch als du hierher gewechselt bist, gab es sofort die ersten Presseanfragen. Wie nimmst du das Medienaufkommen wahr? Und macht es dir Spaß, das eine oder andere Interview zu geben oder hältst du dich da lieber zurück? Ja, also mir macht schon Spaß auf alle Fälle. Ich bin es jetzt gewohnt aus Dresden, da war ja das genau gleich, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das sind halt auch alles so verrückt wie hier.
Und dass immer Medienanfragen kommen oder Interviews, das ist ganz normal und das gehört zu unserem Business dazu. Das muss man auch ordentlich durchziehen. Und wie gesagt, ich habe auch Spaß dabei. Nach den ersten Spielen, die du ja nun gesehen und auch bestritten hast vom FCM, was denkst du, wie schätzt du das Niveau der dritten Liga ein? Ja, das Niveau ist für mich eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Es ist vielleicht spielerisch nicht ganz so wie die zweite Liga, aber das ist ja auch verständlich. Aber trotzdem, was ich jetzt so bis jetzt die Wochen gesehen habe von unserer Mannschaft, auch von den Gegnern, ist es sehr ansprechend, sehr körperbetont und auch richtig gut. Die Erwartungshaltung ist ja hier im Umfeld auch eigentlich immer hoch. Schnell wird hier Druck aufgebaut. Die letzten Wochen verliefen nun weniger erfolgreich und weniger zufriedenstellend für uns. Spürt man da als Spieler, jetzt speziell auf dich bezogen, spürst du da einen Druck aus dem Umfeld, was sich eventuell in deinem Spiel so ein bisschen einschränken könnte? Ja, dadurch, dass ich jetzt noch nicht so lange da bin, nehme ich den Druck noch nicht ganz wahr. Ich schaue einfach, dass ich der Mannschaft helfen kann, mache mir selber nicht allzu einen großen Druck und ja, ich kenne den Druck. Hier merkt man natürlich auch, das Umfeld wird unruhig, ist natürlich auch verständlich, ist ja nicht zufriedenstellend, wo wir stehen. Aber für mich persönlich, lasse ich den Druck jetzt noch nicht auf mich zukommen. Nochmal kurz geblickt auf das Trainerteam, Pele Wollitz, Silvio Bankert und René Renno. Was hast du für einen Eindruck von den dreien und wie sind sie so auf dem Platz und neben dem Platz? Ja, sind klasse Trainer, sie geben dir immer Tipps, sie sagen dir, was sie wollen. Und wie gesagt, das Telefonat damals mit Herrn Wollitz war richtig gut und ich bin sehr zufrieden. Bislang wurdest du oftmals eingewechselt, Möschi. Wie möchtest du denn daran arbeiten, dass du den Trainer davon überzeugen kannst, dass du in die Startelf gehörst? Ja, das ist ganz einfach. Im Training Gas geben, einfach zeigen, dass ich da bin und dass ich der Mannschaft auch von Anfang an helfen kann. Nun, schlagen wir noch mal eine persönliche Seite von dir auf. Du hast schon gesagt, du bist in den Bergen aufgewachsen. Wie sehr vermisst du denn die österreichischen Berge? Ich muss sagen, extrem vermisse ich die nicht. Ich bin jetzt schon lange weg von da. Mit 14 bin ich ja damals nach Ried gegangen. Da waren auch keine Berge. Das waren nur 2 Stunden von zu Hause entfernt. Jetzt sind es dann ja doch mehr, ein paar mehr Stunden. Aber ja, im Urlaub, Sommer, Winter fahre ich immer zur Familie, genieße dort die Zeit. Und da merkt man halt einfach erst, wie schön es bei uns zu Hause ist, aber richtig vermissen tue ich die Berge nicht. Ne? Was bist du sonst für ein Reisetyp? Fährst du eher ins Warme oder doch wirklich nur, ich sag mal nach Österreich? Im Sommer ins Warme, Spanien zum Beispiel liebe ich und so im Winter bin ich dann zu Hause und dann, ja, die Winterpause ist nicht allzu lange, kann man nur so kleine Kurztrips machen, also eher der Sommertyp. Gibt es sonst noch etwas, das du aus deiner Heimat vermisst? Beispielsweise Schnee im Winter, den es ja bislang bei uns noch nicht gab? Ja, das vermisse ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Wobei, ich bin froh, dass hier nicht so viel Schnee liegt wie bei uns zu Hause, weil für den Fußball braucht man den Schnee nicht. Im Urlaub, wenn ich zu Hause bin, ja, bin ich froh, wenn Schnee da ist. Da genieße ich die Zeit, aber vielleicht vermisse ich noch ein bisschen die Küche von mir zu Hause. Wieso, was gibt es da Besonderes? Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo auf die Alm raufgehst, so Karsnocken, ich weiß nicht, Käsespätzle heißt es hier, solche Sachen. Aber im Endeffekt vermisse ich hier eigentlich gar nichts. Wie sieht denn deine Abendgestaltung unter der Woche aus nach einem anstrengenden Trainingstag? Wie regenerierst du, wie kommst du zur Ruhe und wie kriegst du deinen Kopf mal frei? Ja, nach dem Training mache ich manchmal noch ein bisschen im Kraftraum oder hier davor noch ein bisschen was. Ja, und dann schaue ich einfach, dass ich gut regeneriere. Ich lasse mich massieren, behandeln. Wir haben ein Wärmebecken mit so einer Kältetonne auch da und schaue einfach, dass ich mich dann am Abend hinlege, entspanne und einfach abschalte und schaue, dass ich für den nächsten Tag einfach fit bin. Du sagst gerade, du machst nach dem Mannschaftstraining noch individuell ein paar Trainingsinhalte, setzt du um. Wie oft machst du sowas, dass du nochmal hinter dem Mannschaftstraining nochmal was drauflegst? Ja, eigentlich hinten nach, denke ich mal, fast jedes Training. Es ist ja nicht so, dass du dann nach dem Training noch eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwo was machst. Aber ich denke mal, so eine halbe Stunde danach kann man immer investieren und das tut einem gut. Ich rolle auch viel aus oder bewege mich einfach durch, damit der Körper dann einfach nochmal besser regenerieren kann oder mache halt kleine Krafteinheiten. Ich wollte gerade sagen, man sieht dich auch oft nach den Trainingseinheiten nochmal in der Mixzone. Du pflegst deinen Körper, rollst aus, wie du sagst, führst noch ein bisschen Stabilisationsübungen durch oder Dehnübungen. Bist du damit aufgewachsen oder hast du dir das im Laufe deiner Karriere angeeignet, dass es dem Körper gut tut? Nein, ich habe mir das angeeignet. Also dadurch, dass ich die letzten 2 Jahre dann leider Verletzungen hatte, habe ich gemerkt, okay, ich muss ein bisschen was verändern. Und
durch das Ausdehnen, Ausrollen habe ich gemerkt, okay, das tut meinem Körper gut und ich will ja jetzt nicht mit 30 dann sagen, ach, Fußballkarriere Ende, weil ich einfach jung noch so dumm war und nichts gemacht habe. Ich will ja länger spielen und deswegen habe ich mir das angeeignet. Möschi, eine Frage noch. Kochst du öfter mal? Ganz ehrlich, nee. Ich koch nie. Also ich könnte kochen, bin ja früh von zu Hause weg, aber ja, für mich alleine momentan koche ich nicht. Wenn meine Freundin dann hier ist, werden wir sicher öfter kochen. Die kann auch gut kochen zum Glück. Und ja, dann werden wir das in Angriff nehmen. Jetzt wollten wir dich eigentlich fragen, wo du Freunde und Bekannte einlädst, wenn sie zu Abend bei dir zu Gast sind. Du kochst nur nicht selbst, also welches Restaurant würdest du denn auswählen? Ach, gute Frage, also ich tendiere auf die L'Osteria. Okay, haben wir schon mal gehört heute. Abschließende Frage, Möschi, die Bedeutung des Fußballs für dich in drei Worten zusammengefasst. Unfassbar, mein Leben und ja, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Danke, Möschi, das soll es gewesen sein. Dann bedanken wir uns für deine Zeit, die du dir heute genommen hast für uns. Freuen uns auf weitere Einsätze für dich, hoffen, dass du verletzungsfrei bleibst und alles Gute und bis bald. Dankeschön.